Also, die Kalibrierung deines Speed-Displays ist abgeschlossen. Drücke Alt, um einen Runner's Vision Impuls auszusenden, der dir den Weg weist. Alt Runner's Vision aktivieren. Aber die Alt-Taste ist auch ein bisschen komisch, aber egal. So, rüber das. Das scheint auch besser zu funktionieren. Ah, das mit der um die Ecke, das ist neu. Oh Gott! Das war knapp. Also, ich bin ja mal gespannt, ob die Stadt jetzt belebter ist als im Vorgänger, weil das war ja noch relativ eintönig. Muss man ja mal so sagen. Ich lasse hier einen anderen Weg zur Tower nehmen. Kasek hat die Kreuzung abgeriegelt. Okay, gut. Sobald ihr da seid, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade in Bau befindet. Das ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Oh cool. Hat schön funktioniert. Das musste jetzt unbedingt mal sein. Ich will mich nur noch ein bisschen umgucken hier. Aber ich glaube, hier gibt es noch keine Geheimnisse oder ähnliches. So, na dann. Auf nach oben. Yay. Wie gesagt, diesen Move, den gab es zwar auch schon, aber ist in Ordnung so. Aber diesen gab es noch nicht. Der ist nämlich neu. Zack. Och. Icarus. Icarus sagt mir nur was aus dem Vorgänger. Aber das ist halt die Frage, spielt das nur zeitlich davor oder danach? Hier kann man nichts machen. Schade. Alles von Kruger gekennzeichnet hier. Eieiei. Ach, da habe ich vergessen, die linke Steuerungstaste zu drücken. Ja, das war schmerzhaft. Aber was mir gerade einfällt. Hier ist überall Kasek. Such nach einer Seilrutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Ja, Moment. Ich wollte ja nur mal was gucken. Also, ich werde ja auf der Gamescom als Faith Connors sein. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ach so, ich muss ja mal einfach nur rüberlaufen. So, jetzt hier an die Stange. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Ja, der Knast hat sie erwachsen gemacht. Was denn sonst? Und dann springen wir nochmal zur Sicherheit. Einfach nur, weil wir es können. Aber das haben die auch abgeändert. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdine Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Okay. Also, schließe die Kampf-Echo-Mod ab. Na gut, machen wir. Achso, das ist der schwere Angriff. Und... Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du die Flex fängst. Lass uns anfangen. Denk daran, deine Umgebung zu nutzen. Wenn du deinen Gegner zum Beispiel in ein Geländer trittst, wird er das definitiv spüren. Achso. Nee... Ach so, warte mal, Gegner erleiden Schaden. Warte mal, ich muss doch. Nee, irgendwie nicht. Warte mal, schwerer Richtungsangriff. Wenn sie gegen Objekte stolpern, ja, Q plus linke Maustaste. Ah, jetzt, ich muss die Taste loslassen. Ach so, ach, jetzt muss ich den da runterstoßen.
Ach nee, der muss da gegen das Geländer runterfliegen. Okay, jetzt habe ich es gelesen. Zack und tschüss. Jetzt habe ich es verstanden. Mensch. Also. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du zwei auf einen Schlag. Ja, ist ja gut. Zack, fertig. Ich habe doch Q gedrückt. Nochmal. So, zufrieden, liebes Spiel. Ich werde das eh anders machen, aber egal. So ist das nun mal in Ordnung. So. Funk, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faye. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Könnten wir nicht die Straße nehmen? Wir gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. Das weißt du ganz genau, Icarus. Ja, ich weiß. So, von einem Sprungbrett aus. Zack. Ja, exzellente Kombo. Zack. Genau so muss das. Steuerung. Und tschüss. Kennen wir alle schon aus dem Vorgänger? Da konnte man auch so schön kämpfen. Sehr gut, Faith. Weiter so. Ja, natürlich. Ich bin der geborene Kämpfer hier. Und tschüss. Wir müssen runter. Gibt's hier noch was? Nee. Aber gut, ich glaube nicht, dass es hier noch Geheimnisse oder Nebenmissionen geben wird. Vergiss nicht, deine Umgebung zu nutzen, wenn du angreifst. Achso, hups. Ja, linke Steuerungstaste, genau. Zack. Sehr schön. Da ist er gleichzeitig noch gegen einen Gegenstand gestolpert. Also hier wieder rüberspringen. Ich bin echt überrascht. Mich versetzen sie darauf, sind Phoenix-Karten da zu schnappen. Wir können vermutlich schon... Zack. Bäm. Genau so muss das gehen. Noch weitaus schlechter. Huch. Nee, so rum wollte es nicht. Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte der Karnas durch, Icarus. Dann weißt du, wieso. Ja, besser ist das, sich das mal durchzulesen. Und Rums. Aua, das kann keiner überleben. Also das ist ja wirklich, ja, brutal. So, nö, wir möchten fortfahren. Ich bin bereit, Noah. Du warst schon immer eine gute Kämpferin, Faye. Kriegst das hin? Ja, wissen wir. Okay. Zack. Nochmal. Oh. Ich bin drin. Du kriegst das hin, Faye. Okay, das ging ja schon mal ganz gut. Ja. Eins noch. Kasek hat irgendeine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommen soll. Vielleicht eine neue Drohne oder sowas in der Art. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Huch. Eine Drohne? Neue Kampfeinheit? Okay, die Grafik sieht schon mal deutlich besser aus als im Vorgänger. Aber gut, das möchte man ja auch erwarten. Der Vorgänger ist ja doch schon ein paar Jährchen älter. Aber soweit sieht die Grafik ganz in Ordnung aus. Also zack. Tschüss. Schick mir eine Ansichtskarte von da unten. Ne, hier unten gibt's nichts. Gut, hätte ja sein können. Der ist ordentlich gefallen. Wow. Despawnendes Glas. Ich finde ja voll die Grafik komischen Dinger. Zack! Ja gut. So war das jetzt eigentlich nicht geplant, aber egal. Hier müssen wir wieder das als Sprungbrett nutzen. Genau so sieht es aus. Ja, wow. Also die Gegenstände sind schon ein bisschen lustig. Kommen wir von da unten oder nicht? Würde mich mal gerne interessieren. Kann ich denn hier lang? Nee, da oben kann ich natürlich nicht hin. Gut, ich komme von da. Okay. Alles klar, jetzt weiß ich auch Bescheid. So, nach oben. Rum. Können wir hier nach oben. Genauso muss das. Scheint sich auch ein bisschen dynamischer zu steuern als im Vorgänger noch. Wie gesagt, das Interessante ist, also... Es hört sich ja zumindest so an, als spielt das gerade nach Mirror's Edge. Ich war eigentlich der Meinung, dass es immer vor dem spielt. Und Faith sieht ja hier auch ganz anders aus. Was sagt das Protokoll dazu? Ich gebe dir Deckung. Sollst du eine Decke bekommen? Ja, ich bin mir absolut sicher. So, zack. Kontrolle, wir haben hier einen Sicherheitsverstoß. Na komm her.
Aua. So, du bist down. Und du auch. Mag ich. Zack. Gut, das hätte man noch eleganter lösen können. Dessen bin ich mir bewusst, aber darum sollte es ja jetzt nicht gehen. Erstmal um die Ecke gucken. Nö, hier ist noch nichts verborgen. Deswegen auf nach oben. In der Hoffnung, dass wir auch schnell rauskommen. Zack. Das, wie gesagt, gewohntes Spiel. Kennt man alles ganz gut. Hallöchen. Die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig. Bloß gut, dass es sich nochmal gefangen hat. Bloß gut. Wir aktivieren mal ganz kurz. Kann ich die auch so wieder ausschalten? Nee, ne? Ach, sie zeigt mir das erstmal so an. Gut, wie gesagt, ich habe ja den Vorgänger gespielt. Deswegen bin ich mit der Mechanik schon gut vertraut. Ah, schön rumgegriffen. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass du Kasek derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität. Ja, deswegen, was wundert es dich? Vor dieser Spezialeinheit vorsehen. Scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Gut, also ich gehe davon aus, dass es nach dem ersten Teil spielt. Ja gut, Aufzugsschächte. Ist aus dem Vorgänger auch vertraut. Nur jetzt in viel, viel besserer Grafik. Aber wie gesagt, was mir halt gefällt, ist, dass es wieder eine deutsche Sprachausgabe hat. Also die Untertitel sind auch ganz nett. Wäre auf jeden Fall gut gewesen, wenn es jetzt nur englische Sprachausgabe gewesen wäre. Aber schön, dass sie hier dran gedacht haben. Also DICE macht da wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Das muss man denen schon mal lassen. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? So. Ich guck mal ganz kurz. Ja, könnte ich hier ja einen Schnitt setzen, ne? Die Aussicht ist ja richtig geil. Aber wie es weitergeht, wir müssen ja darüber. Werden wir dann in der dritten Folge machen, denn nach der ersten habe ich keinen Schnitt an sich gesetzt. Das mache ich dann manuell. Aber okay. Dann war es das erstmal mit Mirror's Edge Catalyst. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich hoffe, ihr seid fleißig dabei. Haut in die Tasten, ich brauche das Feedback für Nebenmissionen. Gefällt euch das Spiel? Habt ihr es schon? Habt ihr den Vorgänger gespielt? All das möchte ich gerne wissen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Sieht man sich.